Mercedes präsentiert die neue G-Klasse und den neuen GLK. Für den Kompakt-SUV stehen ein Benzin- und 6 Dieselaggregate zur Auswahl. Wir testen den GLK 220 CDI 4MATIC mit 125 kW. In 8,8 Sekunden sprintet der Geländesportler auf 100 Stundenkilometer. Er erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 205 Stundenkilometer. Dank Blue Efficiency Label soll ein Normverbrauch von 6,5 Litern auf 100 Kilometer möglich sein. Auch wenn der GLK an der Front ziemlich groß wirkt, ist er tatsächlich ca. 12 cm kleiner als seine Konkurrenten aus Bayern und Ingolstadt. Das erhöht die Wendigkeit und Funktionalität im Stadtverkehr. Das Heck zieren die Modellbezeichnung, Chromleisten und die doppelten Auspuffenden. Der GLK macht nicht nur auf der Straße Spaß, auch im Gelände hat man an ihm seine Freude. Permanenter Allradantrieb, Berganfahrhilfe, Agility Control Fahrwerk und viele weitere Assistenzsysteme machen das Fahren auf unebenem oder glattem Untergrund zum Kinderspiel. Ein spezielles Offroad-Technikpaket kann das Fahrvergnügen noch weiter steigern. Der Einstiegspreis für den GLK liegt in Deutschland bei 36.235 Euro. Wer noch mehr Geländetauglichkeit braucht, der sollte auf die neue G-Klasse umsteigen. Die sechste Generation bietet 5 Motorisierungen, davon 3 mit Benzin und 2 mit Dieselaggregaten. Wir testen den G300 CDI mit 135 kW in der speziellen Ausstattungslinie G-Professional. Für den sind selbst Wasserdurchfahrten mit bis zu 60 cm Tiefe kein Problem. Der 6-Zylinder-Diesel ist mit 11,7 Litern Normverbrauch nicht besonders sparsam, dafür aber umso geländetauglicher. Das liegt nicht zuletzt an zahlreichen Assistenzsystemen. Das komplett überarbeitete ESP verfügt nun über eine Hold-Funktion und eine Anhängerstabilisierung. Starrachsen und 3 elektrisch zuschaltbare Differentialsperren vergrößern die Geländegängigkeit. Wer jetzt allerdings denkt, das Fahrzeug würde im Gelände ganz von selbst fahren, der täuscht sich. Das Wichtigste ist auch beim Straßenfahren oder Geländefahren die Sitzposition, dass man nicht zu weit weg sitzt. Man sollte nämlich mit den Händen immer weitergreifen und nicht übergreifen zu viel, nur bei schnellen Kurven. Somit hat man immer mit einer Hand das Lenkrad in der Hand, sollte ein Stein oder ein Log sein, damit man nicht irgendwo hinlenkt oder das Fahrzeug irgendwo in eine andere Position bricht, was vielleicht einen Anfahre oder irgendetwas. Das passiert öfters, weil das Fahrzeug nicht richtig gelenkt wird. Der Basispreis für das von uns getestete Modell liegt bei 66.759 Euro in Deutschland. Für den sportlich ambitionierten Fahrer bietet Haustuner AMG die entsprechenden Modelle. Der G63 AMG leistet satte 400 kW. Das 5,5 Liter 8-Zylinder-Aggregat beschleunigt den Geländewagen in 5,4 Sekunden auf 100 Stundenkilometer. Die Höchstgeschwindigkeit ist elektronisch auf 210 Stundenkilometer begrenzt. Dabei schluckt er doch recht viel Sprit. 13,8 Liter Normverbrauch sind sicherlich nur das untere Ende der Fahnenstange. Kosten für dieses Geländemonster rund 137.500 Euro in Deutschland. Wenn Geld keine Rolle spielt, kann für rund 264.000 Euro auch der 50 kW starkere G65 AMG erworben werden.